Okay, sie guckt sich immer noch schön weiter um. Sagen wir Speicher sowohl. Mal gucken, vielleicht können wir jetzt ja auch in den. Stimmt ja, da war ja noch was. Hier können wir nicht hin. Hier können wir auch nicht hin. Okay. Moment. Hier ist man noch bei. Wir haben noch das Bad. Examination Room. Aber wir müssen ja hier noch mehr finden, außer das eine Rätsel. Wir haben zwar dann das Glück noch. Okay. Hier kommen wir erstmal. Ich gehe erstmal in den D-Room rein, da habe ich ein bisschen mehr. Da ist ein bisschen mehr Ruhe. Okay, das ging nicht auf. In den Keller können wir nicht. Da können wir über lang. Den Fahrstuhl wollte ich ausprobieren, da wird aber noch nicht weiter sein. Und wir haben den Examination Room da oben noch. Aber was anderes hatte ich doch jetzt nicht gefunden gehabt. Wir haben immer bloß noch das Parfüm. Und die Plastiktüte, die wir theoretisch kombinieren können. Eine völlig gewöhnliche Plastiktüte. Dass das eins. Oder habe ich hier vielleicht noch irgendwas? Kann auch sein, dass ich in irgendeinem Raum noch was vergessen habe. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass ich die Plastiktüte nehmen kann, um das Blut. Aber wir haben die Plastiktüte doch in dem Raum gefunden. Warum sollten wir dann das Blut nehmen? Wir gucken mal, das ist Stockwerk 3. 2 können wir ja nicht. Kommen wir ja nirgendwo weiter hin, ne? Nee. Okay, pass auf. Pass auf. Wir nehmen einfach mal schnell unseren Lieblingsfahrstuhl. Ich fahre jetzt mal nach oben, mal gucken, ob ich vielleicht wirklich mit der Plastiktüte das Blut nehmen kann. Und dann vielleicht auf dem Altar verteilen. Mal gucken, vielleicht kommen wir ja dann dabei. Das war die 3 gewesen. Ich überlege halt immer noch, ob ich im Keller irgendwas unten vergessen habe. Aber rein theoretisch sollte ich das eigentlich nicht. Hier auch schon so komisch. Okay, das ist ja gleich hier gewesen. Mal gucken. Oder habe ich die Plastiktüte woanders gefunden? Okay, Plastiktüte mit Blut gefüllt. Dann haben wir die doch woanders gefunden. Ah, Mann, ich dachte gerade die ganze Zeit, dass wir genau da, die da gefunden hätten. Alles klar, das Rätsel hätten wir gelöst. Und eigentlich gibt es da bloß noch einen Weg, also nochmal wieder zurück. Und die Geschichte gelöst. Hoffe ich jetzt einfach mal. Was halt doch ein bisschen komisch ist, man kann die noch kombinieren, aber ich wüsste halt nicht, womit. Wir haben auch nichts weiter. Das war jetzt die einzige Lösung, ne? In den D-Room, ja. Dann irgendeine andere Tür, die noch verschlossen war, hatten wir nicht. Und unsere gute Madame. Warte mal, ich muss in den Dayroom dafür. Unsere gute Madame. Oh, warte mal. Okay. Gut, Cafeteria war verschlossen. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich wieder hier einfach irgendeine Tür übersehen habe, wo ich noch nicht drinne war. Und wieder dieses schöne, wundervolle Geräusch. So, warte mal, ich. Das war ganz hinten gewesen, weil der Speicher kommt. Tach, oh Scheiße. Ich war auf. Hör auf, hier rumzuhammeln, Mann. Ich will euch spielen. Okay, hier mal den Altar. Mal gucken. Es geht.
das möglich ist, aber na gut, wir gehen erstmal runter. Vielleicht finden wir ja den Herrn, der dieses lustige Geräusch immer gemacht hat, wo wir auf dem Weg hierher waren. Die ist. Oder ich kann das nicht so wirklich nachmachen. Wer weiß. Oder es kommt mal wieder gar nichts. Oder wir finden endlich mal Lennart. Kann auch sein, dass wir den im Spiel gar nicht finden. Ridiculous dream is over. Well, I guess it's time to dispose of her. The salvation of all mankind. Ha! Why must we reward even the unbelievers? What are you talking about? About our plans, of course. It's true that God is merciful, but first, one must be chosen. We, who hearken to the voice of God, will be given the keys to paradise. Don't you think so, Heather? Yeah, sure. Go ahead and think whatever you want. What do you mean by that? I mean that I don't think the way you guys do. I don't want any part of that kind of paradise. You're an unbeliever. You deceived me. I didn't deceive you. We were both just wrong about each other. I thought you were a normal person. So you tried to trick me so you can run off with my seal, eh? Heretic! You planned to destroy God! I told you I wasn't trying to trick anyone. What is this seal thing anyway? Don't play innocent. You can't fool me anymore. The seal is mine! I was appointed by God to be its guardian! The only thing you'll get from me is a gruesome death. Death to all who turn their backs on God! Is every person here a mental case? Well, I guess you're not a person anyway. Keine Ahnung, warum die so überheblich tut? Warte mal. Wirkt das hier überhaupt? Ich dachte, ich versuch's einfach mal. Ich wusste ja nicht, dass das auch nicht klappt. Das ist gut, klappt. Alles klar, wir schnitzeln mal ein bisschen Wasser auf. Das ist ja... Lennart, mach mal. Wissen wir mal. Achso, ich muss ja ran, okay. Ich hab ein bisschen Laune, so scheiße. Aber ich möchte halt keine Mini verschwinden. Ich meine, wenn wir so leicht wegkriegen, dann kannst du auch wieder aufstehen.
Dude's not here anymore. I guess I should head back to the motel now. I hope Douglas is okay. Huh? What's this? Talisman. Schön. Ich hätte das vielleicht doch nicht auf, zumindest beim Kampflevel nicht auf einfach spielen sollen. Habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Kämpfe sind ein bisschen low. Kann ich auch irgendwie, hier. Okay, das heißt eigentlich einfach nur wieder raus und ciao, ne? Okay, das war halt echt easy peasy. Ich werde aber trotzdem nochmal vorsichtshalber abspeichern gehen. Kann sein, dass dann wieder draußen auf uns irgendwas wartet. Aber ich denke mal, wir werden jetzt einfach ganz chillig ins Hotel und ja, kein Plan, was Douglas dann noch hat. Vielleicht hat er ja auch ein Talisman gefunden oder ein, oder ein Hinweis darauf, wo wir. Ich möchte, vielleicht sehe ich das jetzt auch zu sehr von dem Film, dass man da einen zweiten Teil vom Talisman braucht. So, ich speichere mal ganz kurz. Ich hätte es aber eigentlich auch schön gefunden, wenn sie nicht einfach bloß aufgewacht wäre. Wo habe ich das? Oh Gott. Huswick, zweiter Stock. Ich weiß, war das mal unser Speicherstand? Ich glaube schon. Dass sie nicht wie aus einem Traum aufwacht und dann wieder draußen ist, sondern dass wir trotzdem irgendwie unten gewesen wären. Das wäre eigentlich ganz schön gewesen. Frag mich nicht, warum. Weil ich glaube, das war bei den alten Teilen halt immer so gewesen, dass man dann trotzdem da in dem Raum irgendwie war und dann war halt eigentlich alles bloß wieder normal. Ist vielleicht bloß eine Kleinigkeit, aber ich hätte es schön gefunden. Na gut, mal gucken. Vielleicht latscht es auch alleine hin. Why did you send her to my father? Was that wrong? It's your fault that he... Oh, but surely it's a good thing. It means he was one of God's beloved, no? Those who mock God will never receive salvation. You'll go to hell, Vincent. You'll never feel the joy of God's everlasting paradise. And you think God is going to save you? Ha! What do you know anyway? I know about the pleasures of this world. And I want to find my happiness while I'm still here. You hated your father, didn't you? I saw the way he hit you, kicked you, and made you cry. The memory of his cruelty is forever burned into my mind. Yes, yes, and that's why we need God. What you call faith is nothing more than a child crying out for love. That's why you're all alone. You don't understand. None of you do. Tue ich persönlich auch nicht. Aber sie erinnert mich so ein bisschen. Ich habe den Namen jetzt aber leider vergessen. Jack's Inn, okay. An die. Anna hieß die, glaube ich, nicht aus dem zweiten Teil. Die auch so ein tragisches Schicksal hatte. Aber irgendwie eher so von der Stimme her. Ben Leonard ging es mir zwischenzeitlich, wo der mit uns geredet hat, auch so. Wo ich dachte, so höre ich da so ein bisschen diesen guten Herrn Kaufmann aus dem ersten raus. War dann aber doch nicht so gewesen.
Ja, ihr macht schon. Haut mal ab hier. Bei ihr war trotzdem, ich habe jetzt trotzdem nochmal genau hingehört. Ich glaube nicht, dass das dieselbe ist, aber die Stimme kommt, weiß nicht. Ein bisschen nah an die von der. Alter, was war das denn jetzt? War das jetzt bloß so eine Art Grafikfehler? Das Wohnmobil? War doch ein Wohnmobil. Dass so komisch um die Ecke kam? Böses Hündchen. Böses Hündchen. Böses Hündchen. Ja, ganz ehrlich, das Cantata ist super. Ach, Wohnmobil, das war hier ein bisschen die Transporter gewesen. Das sah aber gerade ganz komisch aus. Oh, bitte, ey, ganz ehrlich, auch wenn das jetzt bloß Zufall war, wenn das ab und zu mal so im Spiel passieren würde mit anderen Gegenständen, die dann auf einmal so uns mehr oder weniger den Weg versperren, boah, das hätte ich auch gefeiert. Das fand ich echt creepy. Das fand ich gerade echt creepy. Okay, 106. Okay, ich bin anscheinend. Bin ich jetzt zu früh rein? Ah, hier ist Jackson, okay. Außerdem kann das sein, dass die im selben. Alter. Dass die im selben Hotel wie wir eingecheckt haben? Vielleicht bloß eine andere Nummer. So, 106 ist hier 100. Ich hoffe, hier ist 106. Das ist 105, oder? Ja. Mal gucken, ob unser guter Douglas irgendwas Neues rausgefunden hat. Ich würde es schön finden, aber das wird noch nicht alles sein. Where's Douglas? He went out. But he left a message for you. Was there someone else here just now? No, just me. Don't you want to know what the message is? Yeah, what did he say? The church is on the other side of the lake. Church? I wonder what he meant by that. You don't understand? That's where Claudia is. Across the lake, on the north side. If you're going, you better go through the amusement park. It's probably the only way in now. Go northwest on Nathan Avenue. It's a bit far, but closer than heaven. Is that it for the message? Uh-huh. Thanks. Douglas really said that? What's wrong? You don't trust me? Ganz ehrlich, ja, ich traue dem nicht. Und das Ding ist, normalerweise kommen wir, wenn wir mal Nathan Avenue. Ach, hä? Oh. Shit, ich wollte jetzt gerade durch den Rosewater Park. Das hat ja damals, glaube ich, nur bedingt geklappt, ne? Ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube, wenn wir da durchgegangen wären, normalerweise müssten wir zum Hotel kommen. Nee. Normalerweise müssten wir zum Hotel kommen. Zumindest war es im zweiten Teil so gewesen. Aber wenn sie halt einfach bloß die alten Dings aufgreifen würden. Ich meine, das Krankenhaus war schön, ohne Frage. Fand ich sehr nice. Aber wenn sie jetzt jedes Ding aufgreifen würden, wäre es auch ein bisschen komisch. Obwohl ich es persönlich halt irgendwie auch nicht schlimm finden würde, weil Silent Hill 2 halt einfach mega ist. Aber die werden sich auch ein bisschen was Neues ausdenken, auch direkt in Silent Hill, nicht nur was den Anfang angeht. Und was mich noch ein bisschen wundert, der hatte gesagt, sie ist auf der anderen Seite, er hat zwar gesagt, von der anderen Seite vom See ist die Kirche, aber aus dem ersten Teil weiß ich noch, the church is on the other side.
Und da waren wir irgendwann dann im Nowhere gewesen, also wo man halt gar nicht weiß, wo man überhaupt ist. Das sah halt größtenteils wie Krankenhaus aus, aber in irgendeiner komischen Zwischenrealität oder anderen Realität oder sowas. Nee, Quatsch. Da habe ich gerade wirklich Blödsinn erzählt. Das war im Antiquitäten-Shop. Da war, glaube ich, die andere Kirche gewesen. Okay, gut, dann vergesst es. Dann habe ich einen falschen Gedanken gerade gehabt, sorry. Oh, hell.